Mein Musical Michel und ich heute mit Sarah. Hallo Sarah. Wie geht's dir? Gut, danke. Alles gut. Das wievielte Mal spielst du dieses Jahr mit? Das ist mein viertes. Und was war deine allererste Rolle? Die Romilda bei Bär und Nachtigall. Und was spielst du beim Jubiläumsmusical Aschenputtelfeld aus dem Rahmen für eine Rolle? Die Räuberin Lola. Wie gefällt dir diese Rolle? Die gefällt mir super, da muss ich gar nicht viel spielen. Die ist mir sozusagen auf den Leib geschnitten. Und was macht dir in diesem Jahr meist auf der Bühne Spaß? Das Frechsein. Das macht mir am meisten Spaß. Und was ist dein Lieblingslied in diesem Jahr? Das Räuberlied. Das, was alle Räuber immer zusammenspielen. Da kann man richtig schön böse und garstig kann man das singen. Das Raum wild und fies. Genau. Du machst ja jetzt das vierte Mal mit. Welches war deine Lieblingsrolle von den vier Rollen? Ich schwanke ein bisschen zwischen der Romilda und diesem Jahr der Lola. Aber so vom Umfang und von den Liedern her ist das, glaube ich, tatsächlich die Romilda. Das sagen oft uns die Dascher, dass die erste Rolle oft die Lieblingsrolle war. Weil sie die größte war oder weil es einfach damit etwas Neues begonnen hat für dich? Beides. Also es war das erste Mal, dass ich musical-technisch auf der Bühne gestanden bin. Es war eine riesige Rolle. Ich habe mich total geehrt gefühlt, als A-Kurserin so eine große Rolle zu bekommen. Aber ja, es war ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Was ist dein absolutes Lieblingslied, was du jemals auf dieser Bühne, auf der du gerade stehst, gesungen hast? Die Wut, auch von der Romilda. Weil da konnte man alles rauslassen. Musste nicht drauf schauen, wie man von der Mimik her, wie man spielt. Es war in dem Moment egal. Und wie ging die Wut? Weiß ich nicht mehr so genau. Ich mag es jetzt nicht singen. Okay, ich weiß auch nicht mehr. Aber das kann man sich ja sicherlich noch auf YouTube irgendwo anschauen bestimmt. Das gibt es noch auf YouTube. Romilda okay. Ist Wut. Das ist ja jetzt der offizielle Abschied vom Herrn Wilfried Michel. Mhm. Was bedeutet für dich Wilfried Michel für dieses Projekt? Alles. Ohne den wird das Musical so, wie es jetzt ist, hätte nie stattfinden können. Der ist so unfassbar wichtig für uns, fürs Orchester, für alles einfach. Der gibt uns die Sicherheit, wenn wir hier oben stehen. Der hilft uns, der ist auch manchmal grantig auf uns mit besten Gründen, meistens. Und der Wilfried ist einfach für alles wichtig hier. Hast du irgendeine Lieblingsanekdote oder irgendein Erlebnis mit dem Wilfried Michel, das du der Nachwelt hier in diesem Video festhalten willst? Ich muss schon wieder von Romilda sprechen, da hatte ich ein Lied und da war so ein hoher Ton drin und den habe ich nicht geschafft und nicht geschafft und nicht geschafft. Und dann habe ich ihn das erste Mal geschafft, das war bei der Premiere und danach habe ich den Wilfried angeschaut und der hat mich so freudestrahlend angeschaut, dass ich mir dachte, das ist einer der größten Gründe, warum ich hier mitmache. Was bedeutet dir persönlich Musical-Geheimtipp dieses Projekt, hier dran teilzunehmen? Ziemlich viel. Also ich habe am Anfang mitgemacht, weil ich mir dachte, ja, ich singe ganz gern, das könnte schon cool werden. Und ich habe hier so viele tolle neue Leute kennengelernt, dicke Freundschaften geschlossen. Und das ist so eine kleine Ausflucht aus dem Alltag und das bedeutet mir momentan sehr, sehr viel. Letzte Frage, was wünschst du persönlich Wilfried Michel jetzt für den Ruhestand? Eine ganz, ganz ruhige Zeit, viel Erholung, viel Entspannung, trotzdem noch musikalische Auslastung, dass er uns nie vergisst, weil wir werden ihn auch nie vergessen. Sollte es in irgendeiner Art und Weise hier weitergehen, würdest du da nochmal mitmachen? Muss ich schauen, wie es mit der Arbeit vereinbar ist, aber ich denke schon. Gut, dann danke, Sarah. Ciao.